wir sind Mainzer, wir sind Mainzer, wir sind Mainzer. Party Hochburg Bruchwegstadion, zwei Aufstiegsjubiläen. Ein einziges Wohlgefühl für Fabian Gerber und Co. Wahnsinnig gutes Gefühl, wieder zu Hause zu sein, kann man eigentlich sagen. Jeder, der mal bei Mainz gespielt hat, auch längere Zeit gespielt hat, fühlt sich einfach hier zu Hause. Ein paar tausend 05er auf dem Platz, der vor 10 und 15 Jahren den Aufstieg in die Bundesliga bedeutete. Und mittendrin jene Jungs wie Mimoun Azouak oder Markus Vollner, die damals die großen Sternstunden verursachten. Es ist wirklich sehr emotional. Es ist schön, dass sich alle wieder treffen, dass extra sowas organisiert wird, dass so viele Leute auch kommen, das sehen wollen. Es ist einfach ein schönes Erlebnis. Extra aus Kolumbien kam Elkin Soto. Wunderbare Wiedersehensfreude. Matthias Abel, Jürgen Kramny und 28 Helden von einst schlugen auf, um die großen Erfolge und Jubiläen wieder wach zu küssen. Besser könnte das Motto nicht sein. Welch ein Come Together. Einfach mal die ganzen Jungs aus zwei Aufstiegen noch mal zu treffen. Und ich finde sensationell, dass so viele da waren. Und zwar unter anderem zum Kicken, das Who is Who der Mainzer Erfolgsjahre am Start. Unvergessliche Namen. Nico Bungert darf hier auch noch mal im AHA-Team ran. Mit Nicole Czernoweski, die beste Innenverteidigung. Hier saßen nicht nur irgendwelche Jungs zusammen, hier waren Freunde zugegen. Freunde bis heute. Dass ich jetzt immer noch so viele Jungs häufig sehe, dass wir richtig guten Kontakt haben teilweise, das spricht Bände, weil das hast du, glaube ich, ganz selten. Eine außergewöhnliche Mannschaft mit außergewöhnlichen Charakteren, aber ich muss auch dazu sagen, auch mit außergewöhnlichen Fußballern. Auch der Ex-Coach war dabei, naja, zumindest optisch. Und durch Dennis Weilands große Hoffnung, die mit Kloppos alter Trainingsjacke zu tun hat. Wenn du mal die Champions League gewinnst, Kloppo, kann ich bestimmt für 100.000 Euro versteigern auf eBay. Sieh zu, Junge. Wir hatten eine ausgesprochen schlaue Mannschaft damals, das muss man sagen. Die Jungs hatten alle Fußballverstand. Der eine war ein bisschen zu langsam, der andere ein bisschen hat so wenig Technik gehabt, der andere hat vielleicht, keine Ahnung, der linke Fuß gar nichts, aber als Paket nur Waffen. Wahnsinn. Eine ganz, ganz tolle Mannschaft mit einem Riesenherz. Welch wohlklingende Namen, die da vor 15 Jahren den Urknall des 05er Fußballs auslösten, heute wie damals dickste Freunde und durch den Aufstieg mit einem Schlag in einer anderen Sphäre. Das hat uns einen Schub gegeben. Also Trainingseinheiten musste ich mit einer Fanfare beenden, dass er irgendjemand aufgehört hat. Die Jungs waren nicht zu beruhigen. Also wenn man gesagt hätte, übrigens, Bundesligaspiel, Freitag, Samstag und Sonntag, einverstanden, hätten die gesagt, was am Montag? Aber irgendwie, ich habe da nichts vor. Da war früher ein Zweitligaspiel. Die waren wirklich nicht einzufangen. Das war sensationell. Im legendären Schatzkästchen der Mainzer Fußballhistorie also liefen sie auf, heute wie damals, galt auch bei den Stadionsprechern Andi Bocchius und die Stimme des Bruchwegs, Klaus Haffner, gefeiert genauso wie all die Spieler, die 2004 und 2009 hier eine wunderschöne Zeit hatten. Deshalb, wenn man langsam läuft, bekommt man mehr Applaus. Einfach traumhaft, die alten Leute noch mal wieder zu sehen. Ich meine, wir sind ja auch alt älter geworden, aber das ist einfach klasse. Man hat Erinnerungen an schöne Zeiten und ich habe extra noch mal das alte Trikot rausgesucht. Und wie geil, oder? Oh, aber überragend, oh, wie früher. Der Gutenbergplatz, die Massen, alles in Rot und es war ganz einfach unvorstellbar. Haben Sie Gänsehaut, wenn Sie an sowas denken? Ja. Gänsehaut, toll, oder? Ja, toll.
jeder einzelne Held von damals gefeiert ohne Ende. Wunderschön, oder? Ja, super. Genau 10 Jahre ist es her, da haben sie das T-Shirt in den Schrank gehängt. Richtig. Wie viel Heiligtum heute, ist es? Heute das erste Mal wieder raus. Ehrlich, seit 10 Jahren? Ehrlich. Also es ist ein Heiligtum? Ja. Was wir zusammen gefeiert haben, zusammen geflennt haben, aber manche kennen mich noch nicht so schießen. Beim Warmachen schieße ich 30 Meter neben drauf. Also das hat schwierigste Ende eigentlich. Stimmt, genau, zum Leidwesen der Kollegin an der Kamera, die erstmal ausgenockt wurde. Die alten Gegner der Aufstiegsspiele, diesmal als Mixteam aus Oberhausen und Trier. Und deren Trainer Paul Linz kennt heute noch den 05er Erfolgsgrund. Mainz war ja auch nicht so gut. Die waren gut, aber nicht so gut, dass wir unbedingt jetzt schaffen müssen. Aber wir haben zusammengehalten, da sieht man, was Teamgeist ausmacht. War machen mal so ganz anders. Gefeiert von den Fans. Erstmal ein schönes Bierchen, bevor es auf den Platz ging. Von nix kommt nix. Team 2004 ganz stark am Glas. Könnte schwierig werden heute der Kick, aber wir wollen alle verletzungsfrei bleiben. Das ist das oberste Ziel, aber wir wollen auch gewinnen. Okay, sagen wir es mal so. Es war nicht unbedingt das höchste Pressing, das gespielt wurde. Und beim Anlaufen gab es auch noch Luft nach oben. Aber Tore fielen, Tore satt. 6:4 am Ende für 05 und die Party war wie immer. Großartig. Und vor 10 Jahren aufgestiegen, vor 15 Jahren aufgestiegen, eine total intensive Zeit gehabt. Und das ist genau Mainz 05, was wir brauchen, auch einfach dann solche Tage zu feiern in dieser Gemeinschaft. Top. Schöne Spielzüge weckten Erinnerungen an die gute alte Zeit. Also die ganzen Jungs da vorhin, hab kicken sehen, ja, habe ich schon gedacht. Also es gab viele Gründe, die alle mal zu holen. Und später habe ich gedacht, es gab auch viele Gründe, dass ich alle wieder mal verkauft habe irgendwann. Aber für eines haben Baljak, Bungert und Co. immer gestanden. Volle Hingabe, totale Leidenschaft, ein Vereinskredo, was auch damalige Konkurrenten beeindruckte. Mir gefällt immer schon, was Mainz macht, weil da Kontinuität dahinter steckt, weil immer eine Idee dahinter steckt und weil es vor allem nicht alle zusammenhalten. Das finde ich richtig gut. Ich habe es eben schon mal gesagt, zweimal hintereinander so nicht geschafft und dann im dritten Mal das schaffen, das war sensationell. Die letzten 5 Spielminuten lief im Stadion auf Leinwand auch die Schlussphase der Partie gegen Trier und wie am 23. Mai 2004 hieß es dann, Tore auf, Bruchweg, Fluten, allerdings viel gemäßigter als damals und doch kaum weniger freudig erregt. Erinnerungsselfies an den größten Moment der Vereinsgeschichte. Der heilige Rasen, auch ein Teil der Geschichte der 05er Fans, die mit diesem Jubiläumsevent einfach nur happy waren. Ganz toll, finde ich ganz klasse, wie Mainz 05 mit den Fans umgeht, wie es für Fans gemacht wird, ganz toll. Eine ganz besondere Note, dieses Fußballfest und mittendrin die Mainzer Trainer, der aktuelle und der Ex. Hallo und herzlich willkommen hier im Bruchwegstadion. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich jetzt bei euch bin. Schönen Gruß aus Liverpool und zwar genau dorthin, wo er trotz einem Pokalsieg, 2 Meisterschaften und 3 Champions-League-Finals sein Highlight sieht. Bis heute, was war Ihr größter sportlicher Erfolg? Muss ich, gut, so ist auch nicht dazugekommen danach, aber muss ich sagen, dass es eindeutig Aufstieg 2004, dass mit auf unsere Art und Weise mit diesen Jungs, die es so verdient hatten, nach den Rückschlägen, die wir hatten. Unvergessliche Momente. Nach diesem Schmerz, den wir gestern hatten, so eine Saison zu spielen wie die nächste. Es gibt keinen anderen Verein außer Mainz 05. Sowas im Gepäck kam vor 15 Jahren dann endlich der Urknall. Ein Datum für die Ewigkeit. Eines, was viele hier im Stadion noch überhaupt nicht miterlebt hatten. Klingt komisch, ist aber so. Für die hier ist 05 schon immer Erstligist. Für ihn dagegen ein ganz großer Teil total bewegter Geschichte. Michael Turk, damals der tragische Held. Nein, also, ich
glaube, heute kriegt man mich nicht mehr so richtig zum Lachen. Viele Emotionen brachte der halbstündige Rückblick auf die große Historie mit sich. Die Tränen von Berlin 2002 weckten auch diesmal wieder tiefes Mitgefühl bei Spielern und Fans gleichermaßen. Ich habe richtig Schauer am Rücken und irgendwie spielt sich das, der Film wieder im Kopf ab, wie toll was das war damals. Gib mir ein M! Gib mir ein P! Gib mir ein A! Wir singen! Mitmachen lohnte sich Sandro Schwarz, Marco Rose. Zweite Liga, Liebe. Ein Fußball-Kinobesuch, mal ganz anders, mit Tränen, mit Gänsehaut und vielen Lachern. Ich muss sagen, glänzende Idee von Mainz 05. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Aber ich glaube, alle, das alles, was ich so höre, alle finden das einfach überragend. Die Chefs von einst, auch dabei, gute Laune allenthalben bei Nachfolger und Vorgänger. Eine große Zeit liegt hinter Mainz 05, die Gegenwart ist ebenso erstklassig. Jeder kann sehen, dass natürlich in den letzten zwei Jahren ein Ruben Schröger insbesondere hervorragende Arbeit gemacht hat. Mainz 05 in der ersten Liga, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Heute wie damals. Dies wertzuschätzen ist die größte Aufgabe, die der Verein, seine Mitglieder und die Fans gemeinsam haben. Diesen Traum zu leben, ich hoffe, dass es den Leuten immer noch sehr, sehr oft gelingt. Das würde ich ihnen wirklich wünschen. Das zweifache Aufstiegsjubiläumsfest von Mainz 05, ein weiteres wunderbares Kapitel dieser außergewöhnlichen Vereinsgeschichte.